Jetzt bin ich am Kap vorbei und bin jetzt auf Höhe von dieser Insel. Da ist. Ja, ich bin noch in Elektro drin. Und wird verfolgt von 1000 Zombies. Ich dachte, du wolltest mir entgegenkommen. Ja, da komm ich auch. Aber ich muss erstmal durch Elektro durch, um dir entgegenkommen zu können. Ja, ich hab Painkiller, ich hab alles. Alles klar. Ja, ich habe einfach fast kein Blut mehr, deswegen. Diese scheiß Zombies verfolgen einen ja bis zum Umfallen, ne? Ist unnormal krass. Ja, ja. Wirst du verfolgen? Nee. Nee, ne? Dann guck mal bitte zwischendurch auf die Karte, ob du mich schon siehst. Nee, ich bin gerade erstmal gleich. Ich bin zwischen dem Kap und Kamishovo, Alter. Achso, ja, okay, dann dauert das noch ein bisschen. Ich muss erstmal durch Kamishovo durch, ohne dass die Zombies mich verfolgen. Ah, krass, hinter mir ist Man. Da ist diese. Da ist Man. Wer ist Man? Soll ich da mal hingehen? Ja, das ist bestimmt ein Fahrzeug. Merkt ihr, markier mal schnell die Stelle, kannst du? Ich geh jetzt einfach dahin und gucke. Nee, der bewegt sich. Ja, dann ist das ein Fahrzeug bestimmt, oder? Warte mal. Wie kann man noch mal die Player dahin sehen? Auf dem Dings. Das geht nicht, nur wenn die in deiner Nähe sind. Nee, alle, die auf dem Server sind, meine ich. Achso, geh auf die Karte und dann oben ja, gibst du Player an. Es gibt eigentlich keinen, der Man heißt, deshalb kann das eigentlich nur ein Fahrzeug sein. Nein, 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 nein. Das ist ein orangener Punkt, das ist kein Player. Aber warum sollte sich ein Fahrzeug selbstständig bewegen, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das auch irgendein besonderer Vielleicht, Zombie. Vielleicht, weil jemand da drin sitzt, in dem Fahrzeug. Hast du mal darüber nachgedacht? Das ist doch bei Battlefield auch so, dass du nicht den Namen vom Spieler siehst, sondern von dem Fahrzeug, was fährt. Nee, man sieht den Namen vom Spieler. Ja, in irgendeinem Ballerspiel war das. Keine Ahnung, welchen. Ich werde aber kein Fahrzeug, hier laufen nur Zombies lang. Und jetzt ist das Man wieder verschwunden. Das kann nicht sein. Was sag ich mit deinem Bruder? Hat er sich das jetzt auch gekauft oder nicht? Hat ja auch noch nicht gemeldet, ich weiß nicht. Hier chillt eine Ziege und ein Hasen. Und ich werde wieder verfolgt. Nein, ich hänge in einem Busch fest. Oh, fuck, und er ist in einem Baum. Junge. Ich rette dich. Ich bin jetzt schon in Kamishovo. Gleich, irgendwann. Das ist noch so ein ultra weiter Weg. Bist du dann auf dem Weg zu mir wenigstens? Ja, so einigermaßen. Mit einem Zombie hinter mir. Jetzt bin ich in Kamishovo. Ah, dieser verkackte Zombie verpisst sich nicht. Ich glaube, wie du den Zombies auch überkommen kannst, ist, wenn du über die Zäune drüber springst, weil die können dann ja, über Zäune drüber. Ja, das dauert jedenfalls, bis sie das checken. Was ist das da hinten?
Also ich laufe gerade die Hauptstraße entlang in Richtung Kamichora. Ja, ich habe hier ein Zombie-Problem, ein kleines. Aber ich habe eine Idee, wie ich es löse. Steht auch schon im Wasser fast. Was? MRN, war's das Kit? Was heißt das denn? Ah, die interessieren sich gar nicht für mich. Das ist ja super. Oh fuck, habe ich noch was zu essen? Ja. Oh, ich häng schon wieder irgendwo fest, Alter. Fahr weiter, Peter. Guck mal, wo ich festhänge, Alter. Ja, sehe ich ja nicht. An irgendeinem Pöller. In der Luft hänge ich fest. Was? Ja, das Spiel ist halt ziemlich buggy. Alter, jetzt hänge ich hier irgendwo in der Luft, Mann, und ich kann mich noch nicht mal aus und einloggen, Mann. Obwohl, doch, das mache ich jetzt mal. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Server wechseln. Strom ändern. Da hinten steht jemand. Survivor Mad Max. Ja, ja, das ist dieser eine, mit dem du gerade geschrieben hast. Ja. Na, jetzt bin ich im Wasser, so muss das sein. Ja, ich bin übrigens wieder da. Hey Philipp. Was geht? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo? Du musst Push to Talk machen. Anmachen. Option, wer wo? Side-Channel musst du den Tastenbelegung für raussuchen. Bei Controls oder was? Ich auch. Ich glaube auf M3 habe ich's. Hallo! Hallo! Kannst du mich jetzt hören, Max? Ja, sonst musst du den fragen, wie das geht. Boah, ich bin jetzt gleich. Die Taste unter Tabulator. Ah, okay. Ja, die ist bei mir, leider. Kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich hören? Yo, Mann, Philipp, alte Rinde. Alles klar. Von wem bist du eben abgeknallt worden? Von Ronk
Fink oder so wie er heißt, der Vogelkopf, und meine beiden Kumpels dann auch von irgendeinem Herkopf gerade hochgenommen. Ja, krass, weil die haben mich vorhin noch mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen. Also eigentlich schienen die voll korrekt, aber krass. Ja, der Typ, der Hund ist mit seinem Little Bird einfach in unser Mii reingekracht, ey. Also die hat ja schon die ganze Zeit auf dem Sack, ey. Ja, scheiße. Spielst du oft auf deinem Server? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist es ein bisschen blöd. Mir ist es zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich überhaupt noch aus... Nochmal, red nochmal. Ja. Ja, ich bin zum ersten Mal bei Daisy. Ach so. Ja, wenn du willst, kannst du gerne bei uns ein bisschen mitspielen, ja. Wenn du Bock hast, ja. Ja, ein Kumpel von mir ist auch dabei, der ist mit mir im Skype-Gespräch. Ach so. Aber der treibt sich jetzt irgendwo da bei wie heißt das? Kamichowa rum? Kamichowa, ja. Okay. Ja, da kommt jetzt hier runter. Wo sind denn deine Kumpels? Ja, die sind gerade noch da im Norden. Ja, die hängen ja auch gerade noch ein bisschen nördlich rum, ey. Ja, ich muss erstmal drauf zurechtkommen, dass ich nix habe und alles suchen muss. Ja, das müssen wir alle. Das ist schon ziemlich krass. Vor allen Dingen, man hat einfach gar nichts. Boah, ich habe gerade 3 Dosen Fressen gefunden. Ich finde, man hat schon ein bisschen was. Also, als ich sonst auf Servern komme, da hast du nicht mal eine Waffe. Jetzt hier hast du ja schon mal eine M4 oder so. Ein bisschen Munition, ein bisschen was zum Hampfen und so weiter. Aber sonst, ja, das geht auf jeden Fall klar. Ja, wir haben, also als wir vorhin gejoint sind, zum ersten Mal auf dem Server hier, hatten wir auch gar nichts. Und dann sind wir einfach zwischendurch gestorben, einfach so. Und dann hatten wir auf einmal eine M4. Alter, ich hab ein Stacheldraht gefunden, Alter. Was, ein Stacheldraht? Ja. Lava keinen. Krass. Was willst du denn damit bauen? Weiß ich noch nicht. Kannst dich irgendwo mit einbunkern, da kommen da keine Zombies rein. Ja, die kommen jetzt gleich mal hier runter, die beiden Jungs, wenn sie nicht weggeschossen werden. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Kann man nicht mitnehmen, Philipp, ja. Ja, klar, gerne. Aber wir müssen noch kurz auf meinen Kumpel warten. Wo bleibst du, Dennis? Ich bin auf dem Weg nach Elektro. Ja. Zu Fuß. Ja, können wir hier mal zur Straße gehen? Dann sieht er uns. Oder ich gehe einfach mal zur Straße. Ja, alles klar, cool. Guck mal auf die Map, ob du uns schon siehst. Ne. Frag die mal, ob die im TS oder im Skype sind, Alter. Ich höre euch die ganze Zeit doppelt. Frag mal, ob die im TS oder Skype sind. Seid ihr gerade in Skype? Oder im Teamspeak? Achso, falsch. Seid ihr gerade in Skype oder in Teamspeak? Oder hast du die gar nicht im Im Voice Chat? Wir sind TS, mit meinem Browser. Wie komme ich denn da rein? Weil ein Kumpel von mir hat mich jetzt die ganze Zeit doppelt. Das kann ein bisschen komplizierter werden, Philipp. Ja, okay, scheiße. Oh, dieser Hesslon-Zombie soll sich jetzt verpissen hier. Halt deinen Schnauz. Ja, wir müssen noch nicht zwangsläufig in... Ja, wäre schon cool, aber wir müssen nicht zwangsläufig im Voice-Chat sein, also... Wir können ja zwischendurch, wenn es dringend notwendig ist, einfach über die Push-to-Talk-Taste reinkommen. Ja, wie gesagt, solange es falsch ist, bleibt, kriegt ihr alle mit in, auf dem Server. Ja. Achso, alle hören mich jetzt? Oder nur die in meiner Nähe sind? Ja, Zeit-Chat ist serverweit. Achso, du meinst, wenn ich schreibe. Ja, Zeit-Chat, ja. Weil du willst mich hier labern. Nee, ich meinte jetzt, Also, das heißt, wenn ich jetzt. Alle hören mich jetzt auf dem Server? Jo. Wenn ich spreche? Jo. Eigentlich ja. Ja, krass. Ja, warte, dann mache ich mal kurz. Wie wechselt man in den Chat, wo man sich nur in geringer Umgebung hört? Das ist. Du kennst doch da, also da wo die Pfeifer schon sind. Da kommt da Steuerung, dann kommt doch diese große Umschalttaste und diese beiden Striche. Ja. Und da gehst du in den Chat mit den Pfeiltasten hoch und runter kannst du die Chat scrollen. Hörst du mich jetzt? Kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich hören? Nee. Kannst du mich hören? Nein.
Hier kommt ein Heli. Ah, ich höre ihn auch. Das ist Smee. Ja, das ist. Das sind die, die. Wer ist das? Dem seine Homies oder was? Ich frag mal. Das waren nicht eure, oder? Was meinst du, Philipp? Ja, okay, das ist der Hubschrauber, der vorne ankommt, ist meine, also ist meine Bros. Ja, ich sehe, der landet gerade. Meine Bros. Der ist ein bisschen komisch vielleicht, aber scheint ganz entspannt zu sein. Ja, siehst du uns auf der Straße? Nee, noch nicht. Ich guck gerade was, ich wollte gerade was gucken. Aber wir sehen dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Nee, Riffin, nein. Ich geh gerade auf den Heli zu. Bist du das am Meli? Auf der Map steht aber, dass das Riffin Man ist. Achso, ne. Das ist Smee. Das steht direkt hier. Ach, ihr, da seid ihr. Ja. Yo, das ist mein Kumpel, der unterm Hubschrauber rumhat. Den wir gerade, auf den wir gewartet haben. Ja, gut. Dann sag ich mal Leute. Ja, krass, jetzt sehe ich dich. Hallo, hallo. Hallo. Ja, okay, soll ich dich auch doppelt? Aber passen gar nicht alle rein, ne? Ich bin drin. Kleinen Moment, ich muss noch mein Zeug wieder aufnehmen. Die wollte auch ein bisschen rumfliegen, wir würden dann erstmal jetzt fliegen, wenn der Bock hat, das Problem ist, wir brauchen ein bisschen Sprit für die Kiste hier. Also, ja. Habt ihr Jerry Ken? Nee, das Problem ist, wir haben keine gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Chernobyl, oder? Ja, müssen wir mal gucken, wie gesagt, wir waren uns nicht ganz sicher, wo wir am besten was herfliegen. Achso, Dennis. Ja. Du wolltest mir doch Bloodpack geben. Wie komme ich hier nochmal aus dem Heli raus? Mausrad drehen und dann auf Aussteigen, get out. Scroll mit dem Mausrad und dann get out bei mir ist noch irgendwas. Ja, mein Mausrad ist leider ein bisschen kaputt. Ja, dann musst du auf Tabulator, glaube ich, oder so. Nee. Wo bist du denn? Ich stehe hier. Hast du das? Nee, doch, da ist er. Du darfst dich dabei nicht bewegen, ne? Sonst bricht das ab. Wie kann ich dir das denn geben? Ja, kleinen Moment, ich muss noch jemanden bleiben. Mausrad drehen, auf mich gucken und Mausrad drehen. Achso. Ja, mein Kumpel muss mir noch kurz ein Bloodpack geben. Ja, perfekt, vielen Dank, Alter. Ich muss jetzt noch was essen und so. Ja. Kurz noch was essen. Braucht ihr was zu essen oder so? Nee, macht ihr keinen. Es wird gesagt, mein Kumpel braucht ein Blatt, aber ich krieg's nicht reingeklickt.
reingescrollt, ja, aus seinem Blatt gibt, ja. Was braucht er? Was braucht dein Kumpel? Sekunde, ich hab's gleich. Ich hab's schon. Es ist immer blöde, was, dann drückst du Taste und dann kommt das nicht an, weil es zwei unterschiedliche Tasten sind. Dennis, ich hab grad nochmal Bock, dir einfach so einen Headshot zu verpassen. Halt dein Schnauze. Meinst du, du würdest dich darüber abfacken? Ja. Also du musst auf den drauf zeigen und dann... Und dann einfach Mausrad drehen, dann kommen die alle Aktionen, die du machen kannst. Das kannst du mit allen Fahrzeugen, allen Türen, mit allem machen. Einfach wo drauf gucken und dann mit dem Mausrad drehen. Geh mal rein, wir holen jetzt ab hier. Warte. Ja, okay. Oh, ist das schön. Aha, endlich mal nicht zu Fuß laufen, Alter. Ja. Wo findet man die eigentlich? Die Helis. Airfield, oder? Ja, also wie gesagt, es gibt da mehrere Datenbanken im Web, hier live, der bekannte Zeit DAISY Datenbank oder Database und ich weiß, ja, DAISY Wiki. Ja, oder DAISY Wiki, ja, jede Menge davon. Die Teile der Seite mit Terminal-Karte und da sind halt Zaubergebühle, Auto, Auto und so weiter. Naja, so eine Map, haben, wir auch. Eine Map haben wir auch. Ja, schöne Aussicht auf jeden Fall. Ja, vorhin, also bei was das Tempo angeht, also bis bei einer von zwei langen Minuten bis zum ersten Erdbeben zu gehen. Ja. Aber durch den Crash haben wir hier gleich orange geworden, der ganze Motorrad. Also alle Schaden sind kaputt. Sorry. Ja, Entschuldigung, ich an so. Mein Kumpel hier, der Schnee, wird gleich diesen Mal ein bisschen was machen. Und dann sage ich euch einfach die Daten an und dann wird der einfach schon. Ja, cool. Weil die können irgendwie, die haben viel gecheckt, da den Falschen zu geben, weil das freut mich. Übrigens steht direkt vor uns stehen zwei Hubschrauber. Ja, ich sehe hier was. Suchen wir jetzt erstmal nach Jerrycans oder was? Sekunde bitte. Ja.
Philipp, guckst du mal kurz an die Seite, dann können wir kurz in Direktcheck gehen und dann kann ich dir die IP sagen.